Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mittwochs in der Bibliothek. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen in die Markt-Wien-Bibliothek, weil ich nämlich seit einer ziemlich langen Zeit mich schon frage, wie das so ist, wenn man Facebook-Gruppen-Administrator ist und wie man sich da so fühlt. Und da kam mir die Facebook-Gruppe Wir Hellersdorfer und Marzahna sehr entgegen, weil wir als Bibliothek dort auch unsere Veranstaltungen teilen. Und dann habe ich mal nachgeschaut, wer ist denn überhaupt Administrator dieser Gruppe? Und das ist Alexander Herrmann. Und der sitzt jetzt vor mir. Herzlich willkommen, Herr Herrmann. Vielen Dank, liebe Frau Zimmermann, für die Einladung. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer Sie sind, würde ich Sie bitten, dass Sie sich einfach mal kurz vorstellen. Also wer außer Administrator der Facebook-Gruppe? Sie haben machen da noch genau. ein bisschen was nein, anderes. Nein, der Name ist ja nun schon gefallen. Ich bin 75 im Berlin-Friedrichshain geboren, bin dann mal 81 in unseren wunderschönen Bezirk Marzahn-Hellersdorf gezogen, ein paar Mal umgezogen, wohne aber immer noch gerne hier heute mit eigener Familie und habe mal 2014 dann irgendwann eben die Gruppe gegründet, bin Rechtsanwalt vom Beruf und zudem auch direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis 6, das ist der Bereich Kaulsdorf Nord, Hellersdorf Süd, also alles rund um den Sizilienplatz bis hoch zur Rieserstraße. Ist ja auch so ein heikles Thema, ne? Sizilienplatz, da passiert ja jetzt auch immer so viel. Aber da wollen wir heute gar nicht drüber sprechen. Da komme ich gerne nochmal wieder. Oder, aber, ja, genau. Welche Rolle spielt denn der Stadtbezirk für Sie? Sie haben es ja schon gesagt, so ein bisschen. Aber wie fühlen Sie sich hier? Wie stehen Sie zu dem Stadtbezirk? Also ich liebe unseren Stadtbezirk. Er ist für mich Heimat, er ist zu Hause. Er ist auch der Ort, wo man dann gerade, wenn man vielleicht manchmal das alles in der Innenstadt zurücklassen kann, wo man dann auch mal die Füße hochlegt, wo man durchs Wuhletal laufen kann, wo man Freunde, Familie treffen kann. Also ich mag unseren Bezirk und habe ja nun, ich hatte es ja eingangs gesagt, ihn erlebt im Wandel der Zeiten, inklusive der Wende. Und ich bin immer noch gerne hier und mich motiviert, den Bezirk voranzubringen, zu schauen, dass vielleicht auch meine Kinder später sagen, wir leben gerne hier. Dass sie auch hier bleiben. Ne? Viele, genau. Meine sind zum Beispiel weg, die wollten nicht hier bleiben, bin ich auch ein bisschen traurig, aber ich lebe auch sehr gerne hier. Das ging früher nach der Schule, nach dem Abitur, vielen meiner Mitschüler, die dann gesagt haben, nein, wir müssen jetzt raus aus der Platte, wir wollen in den Altbau und fanden das total schick. Und ich habe gesagt, Mensch, das ist so komfortabel in der Platte und es ist ja auch viel Geld in die Sanierung geflossen. Genau. Und es ist immer noch ein Bezug, der unterschätzt wird. Ich erlebe viele Leute, wenn sie dann herkommen, wenn sie sich auf dieses Abenteuer einlassen, mal ganz an den Stadtrand, an den östlichen Stadtrand zu fahren, die sind erstaunt, wie schön es noch hier ist und genau. Das ist eben das, was uns, glaube ich, auch verbindet. Ja. Man sagt, man muss nur genau hingucken. Wie viel Luft es gibt, wie viel Grün. Und ich erlebe das auch immer wieder, auch wenn Autorinnen und Autoren so zur Lesung kommen, die sagen dann auch immer, das ist ja so schön, das hätte ich gar nicht gedacht. Absolut. Und es ist auch gar nicht so weit, weil sie haben halt so, als ob sie jetzt eine Weltreise das machen müssen. Das ist eben nicht JWD, ist vielleicht nicht die City, aber man ist schnell hier und man hat auch alles, was man braucht. Und genau das, darum geht's. Ja. So, nun kommen wir doch mal zu Social Media. Welchen Stellenwert räumen Sie denn Social Media ein? Ich glaube, manchmal zu viel, wenn ich so gucke, wie oft ich dann wieder in der Woche bei Facebook und Co. unterwegs war. Gleichwohl gehört es heute dazu. Ja. Ja. Also meine Eltern nutzen es nicht, die verstehen das nicht, aber meine Kinder sind genauso wie ich noch bei ganz anderen sozialen Netzwerken. Also bis zu TikTok habe ich es nicht mehr geschafft, mit meinen 48 Jahren. Aber die klassischen, die Pioniere bei Social Media, Instagram, Twitter oder jetzt X und vor allen Dingen natürlich Facebook, finde ich spannend. Einmal ist es interessant, es ist manchmal auch kurzweilig, manchmal verplempert man auch seine Zeit. Wenn man zu viel Katzenvideos guckt das geht oder auch Ähnliches. So. Aber ich sammle zum Beispiel Schallplatten und da gibt es dann halt auch Gruppen oder auch Posts, wo man dann sagt, ach Mensch, da gibt es ein neues Album, das hole ich mir. Also insofern ist es auch eine tolle Informationsquelle. Man muss es nur immer mit ein bisschen Bewusstsein und Bedacht, glaube ich, nutzen. Ja, ja, das stimmt. Es gibt ja ganz viele Gruppen auf Facebook und Seiten über Marzahn-Hellersdorf alleine. Also es gibt die Seite Marzahn-Hellersdorf direkt, eine Facebook-Seite. Und dann gibt es auch Gruppen Helene-Weigel-Platz und Malsdorf und dieses und jenes. Und es gibt eben auch die Facebook-Gruppe
Wir Hellersdorfer und Marzahner, die haben Sie gegründet. Genau. Warum? 2014. Ah, das ist also 10 Jahre her. Ja, da feiern Sie Jubiläum. Wir haben es ganz vergessen zu feiern. Es steht zwar in der Titelgrafik drin, aber es war im März. Also insofern, wir sind jetzt schon im 11. Jahr. Ja, gut. Nein. Warum habe ich die mal gegründet? Das war damals eher so eine Schnapsidee, wie es manchmal so ist. Und wir haben gesagt, sowas gibt es noch nicht, eine Plattform. Also zumindest nicht für unseren Bezirk, nicht für den Kiez, wo ich Verantwortung tragen darf. Und haben gesagt, Mensch, lass uns das doch mal machen. Lass uns doch mal eine Kommunikationsplattform schaffen. Und Facebook hatte damals die Gruppen relativ neu auch ermöglicht. Das ist ja auch ein Feature, was dort immer weiter ausgebaut wird. Ja. Und heute gibt es da viel mehr Möglichkeiten, die man auch, um so eine Gruppe zu betreiben, nutzen kann. Mhm. Das gab es damals alles nicht. Und ja, ich habe es nicht bereut. Es ist natürlich immer mal wieder viel Arbeit. Und vielleicht auch das ein oder andere graue Haar geht dann aufs Konto von Facebook und Co. Mhm. Aber es ist immer noch ein tolles Instrument, glaube ich, um miteinander zu sprechen, sich auszutauschen, aber auch, und da sind wir so vielleicht bei der Eingangsfrage, um auch immer wieder zu zeigen, uns selber auch zu zeigen, wie schön, wie vielfältig auch von den Angeboten eben unser Bezirk ist. Sie sprachen es ja an, dass Sie selbst dort als Bibliothek vertreten sind. Und ich glaube, dass das ist eben heute die Kommunikation, das schwarze Brett, die Kiez-Zeitung, die es ja teilweise noch gibt, wenn ich an die Hellersdorfer und Claudia Dressel denke. Mhm. Aber vieles ist heute alles online verfügbar und wir versuchen es zu bündeln. Das war so damals der zentrale Gedanke. Und die Gruppe ist ja sehr erfolgreich. Die hat mittlerweile fast 37.000 Mitglieder. Also das ist schon ordentlich. Und deswegen stellen wir da auch gerne unsere Veranstaltung rein, weil ich dann das Gefühl habe, so, jetzt habe ich 37.000 Leute erreicht mit meiner Meldung. Für wen ist denn die Facebook-Gruppe und worin unterscheidet sie sich von anderen? Ja, die Gruppe ist also von der Kernidee, ursprünglich war es mal wir Hellersdorfer und dann haben wir gemerkt, Mensch, auch die Marzahner haben so ein Angebot nicht und dann haben gesagt, dann nennen wir sie mal wir Hellersdorfer und Marzahner. Mhm, und das ist eben dann auch der Gedanke, wir sind für den ganzen Bezirk da und wir verstehen uns als echte Nachbarschaftsgruppe, also wirklich kiezig, kleinteilig, natürlich mit Informationen, aber wir haben eben auch die Katzensuchmeldung drin und den verlorenen Schlüssel. Genau. Und wer hat mal eine Tasse Mehl für mich? Also das ist kieziger, als es vielleicht andere Gruppen machen, aber da hat auch jeder Administrator seine Philosophie. Andere setzen mehr auf Informationen und bei anderen wird halt nur diskutiert, debattiert. Wir versuchen aus all diesen Welten das Beste zusammenzuführen. Es gelingt nicht immer, kann man selbstkritisch sagen. Wir haben auch einen Kleinanzeigenbereich drin, weil es die Funktion jetzt bei Facebook gibt. Mhm. Und so ist das alles irgendwo gewachsen und funktioniert. Aber der Schwerpunkt liegt wirklich auf dem Bezirk. Und wir haben immer gesagt, die Dörfer drumherum. Und deswegen schauen wir auch, dass die Menschen, die in die Gruppe wollen, auch irgendwo einen Bezug, soweit man das eben online kontrollieren kann, zu Marzahn-Hellersdorf haben. Sei es, dass sie hier wohnen oder aber, dass sie hier ganz viele Freunde haben, beziehungsweise eben sagen, ich bin ehemaliger Bewohner und wir das dann auch so ein bisschen verifizieren können. Auch da gibt es mittlerweile Unterstützung auf der technischen Ebene, dass man zumindest mit Filtern manches erkennen kann. Und wir versuchen damit natürlich auch all das, was heute zu Social Media auch leider dazugehört, kriminelle Spamboards etc. pp. Fernzuhalten. Auch das klappt dank Technik ganz gut. Perfekt ist keiner. Und da können wir jeden Tag nur besser werden. Ja, also jeden Tag. Sie sitzen jeden Tag in der Verwaltung dieser Gruppe? Oder wie? Na, ich bin es ja nicht alleine. Ich weiß, ja. Haben Sie das aufgeteilt irgendwie? Gibt's wir haben die zentralen Aufgaben und wir gucken, da will ich jetzt auch bewusst nicht zu sehr ins Detail gehen, damit da nicht einer sagt und irgendwann schlafen wir vielleicht auch mal. Mhm. Auch da gab es mal eine Zeit lang Leute, die haben gesagt, wir müssen was nachts machen, aber wir sind auch nachts unterwegs und was erfreulich ist, dass auch Facebook seinerseits mittlerweile Spamfilter und ähnliches laufen hat, auch manche strafrechtlich relevante Inhalte rausfiltert, was es uns leichter macht. Mm. Okay. Ja, aber also es geht schon viel Zeit durchaus rauf, aber für mich, und da schließt sich vielleicht auch der Kreis, wenn man natürlich politisch für den Bezug Verantwortung trägt, dann ist es auch interessant, einfach auch mal so Stimmungsbilder zu Themen, die ich gar nicht selber irgendwo verantworte, aber wo ich sagen kann, wie denken denn die Menschen drüber? Also es ist sehr ungefiltert, es ist manchmal auch sehr, sehr, sehr roh, manchmal sehr direkt.
Aber es ist eben eine gute Art, miteinander zu kommunizieren und vielleicht auch manchmal so von außen zuzuhören. Mhm. Oder sich auch mal einzubringen, wenn man sagt, das sehe ich ganz anders. Und das ist der Hintergrund, so hat es die BVV entschieden. Oder das hat die Stadträtin, die Bürgermeisterin oder wer auch immer ganz anders schon dargestellt. Also soweit ich das mitbekomme, mischen Sie sich ja jetzt nicht sehr oft ein. Oder ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass Sie jetzt sagen, dass sie einen Kommentar abgeben zu einem Kommentar oder wie auch immer. Das läuft irgendwie. Na, wir gucken schon drauf. Und wie gesagt, es gibt ja einmal die Möglichkeit, den Administratoren, den Moderatoren auch Kommentare, wo man sagt, die könnten eher verletzend sein oder die finden wir nicht passend. Da gibt es ja eine ganze Liste, was Facebook da vorschlägt, warum man den Beitrag, bis hin, dass der Beitrag irrelevant sein könnte für die Gruppe oder der Kommentar. Und es gibt auch die Möglichkeit, eben, dass das Facebook selber filtert. Und das alles gucken wir uns an. Und oft ist es dann eben so, dass dann das Team entscheidet, wird der Beitrag gelöscht, wird das Mitglied verwarnt, wird es vielleicht sogar gesperrt, dass es Tage oder Stunden nicht in der Gruppe dann aktiv sein kann oder muss das Mitglied gegebenenfalls auch die Gruppe verlassen, weil es das jetzt nicht das erste Mal tut. Ich versuche aber auch in der Rolle als Administrator, ich begreife die durchaus als eher überparteilich neutral, weil es sonst schwierig wird, wenn man überall dann seinen Senf dazu gibt. Genau. Gibt aber auch Bürger oder Nutzer, die sich dann über private Nachricht an mich wenden und dann auch nochmal was erklärt haben wollen, weil sagen, ich will das nicht in der großen Gruppe diskutieren. Okay. Also ich bin da auch im Austausch, aber es muss immer passen und ich sehe meine Aufgabe, ich habe ja eigene Social-Media-Profile, wo ich wirklich Rede und Antwort stehe. Ich will das nicht in der Gruppe machen und sagen, das ist jetzt irgendwo die Plattform, wo es nur um mich geht. Dafür sind 37.000 Mitglieder viel zu groß. Da nehme ich mich gern zurück. Also es gibt durchaus viele Vorteile, die diese Gruppe bietet. Wie Sie schon sagten, so eine Art Nachbarschaftspflege auch. Und gibt es denn auch Nachteile? Also das ist das Image des Stadtbezirks irgendwie gefährdet werden könnte dadurch, durch die Kommentare, durch die Beiträge? Ich persönlich interessiere mich eigentlich nicht dafür, welches Image der Bezirk hat, weil ich glaube, so wie es vielen Bürgern geht, wir sind stolz auf unseren Bezirk, wir leben gerne hier und ich sage immer halb scherzhaft, wir sollten gar nicht draußen rumerzählen, wie schön es hier ist. Ja, wir haben es ja eben jetzt schon wieder gemacht, damit es nicht noch voller wird, damit nicht noch mehr zugebaut wird. Aber natürlich nein. Also mir ist schon wichtig, dass das draußen nicht jeder, wenn er an Marzahn-Hellersdorf denkt, sind die aus Marzahn, die er gar nie hier gewohnt hat, vor Augen hat. Aber Kommunikation hat ja verschiedene Ebenen. Und unser Ansatz war immer zu zeigen, was alles hier passiert und da können natürlich auch dumme Kommentare kommen, das gehört dazu und nicht jeder ist vielleicht der deutschen Sprache so mächtig, wie wir es jetzt beide haben, weil er vielleicht einmal weniger in der Bibliothek war, um es etwas flapsig zu formulieren und trotzdem darf er doch dort seine Meinung kundtun und ich finde es dann viel schlimmer, wenn man solche Kommentare aus dem Kontext nimmt und die dann wieder irgendwo bei Facebook als Screenshot verteilt und sagt, guck mal, wie doof die in Marzahn-Hellersdorf sind. Das ist eigentlich das, was ärgerlich ist, aber das kann man nicht verhindern. Ja. Auch das ist Social Media und natürlich alles, was gut ist, kann auch immer irgendwo negativ genutzt werden, um Bilder zu erzeugen. Aber ich erlebe ganz viele Menschen, die wirklich sagen, wir leben gern hier mit Abstrichen manchmal, sagt, manche Entwicklung gefällt uns nicht. Und die sind mir viel wichtiger, dass die sagen, es ist toll. Und oft kommt ja dann auch so der Hinweis, hier passiert ja gar nichts. Und gerade wenn ich dann gucke, was wir alles an Veranstaltungen haben, auch über den eigenen Kiez hinweg, dafür ist die Gruppe da, dass man eben sagt, hier gibt es eine Lesung und jetzt das Konzert heute Abend von unserem Mr. Piano Man ausverkauft. Auch das ist Social Media. Der Thomas Krüger macht da sehr viel und es funktioniert. Ja. Und dafür ist es da und solange das Positive überwiegt, glaube ich, muss man das andere dann irgendwo kaufen. Genau. Ja. Nun gibt es ja da auch so Hassfiguren, habe ich festgestellt, die auf denen immer wieder rumgehackt wird. Und aber man muss es auch einfach so, also wie geht man damit um? Das ist eine spannende Frage, wir haben im Vorfeld drüber nachgedacht, ich will jetzt auch keine Namen nennen, wir wissen es beide,
A, diese Hassfigur, wie sie, also der Benutzer oder der Nutzer, der will das. Also der will das schon und macht es auch gut. Und macht auch nichts Verbotenes. Und es gibt Kommentare, Reaktionen, die sind verboten, die sanktionieren wir. Aber es gibt genauso, wenn ich intellektuelle Kommentare oder Reaktionen sagen, wo ich sage, das ist dann so. Das schaukelt sich hoch, das ist von beiden Seiten gewollt. Wir versuchen natürlich, auch das ist jetzt ein Instrument, dass man nicht mehr so schnell kommentieren kann. Man kann die Geschwindigkeit zum Beispiel reduzieren. Und wenn sich natürlich Mitglieder dort immer wieder daneben benehmen, auch strafrechtlich relevant, dann ist es irgendwann auch die Tür, die nur bleibt. Weil das ist so ein bisschen der Irrglaube, es ist ja eine private Gruppe, es ist unsere Gruppe. Meinungsfreiheit ist wichtig, aber die hat halt auch ihre Grenze. Ich will gar nicht von allen die Meinung wissen, die kann jeder haben, das ist ganz deutlich. Aber in dieser Gruppe kann ich mich nicht ausleben, das würde ich ja zu Hause auch nicht machen. Und wenn ich mir jemanden zu mir nach Hause einlade und der ist dort permanent irgendwo unverschämt, wird beleidigt, wird vielleicht aggressiv, all das, was ja bei Facebook quasi mit wenigen Worten oder Smileys möglich ist, dann würde man wahrscheinlich in seinen eigenen vier Wänden irgendwann auch sagen, Meinungsfreiheit ist toll, wir sind aber hier privat und ich möchte deine Meinung heute nicht mehr hören, da ist die Tür. Und so machen wir es in der Gruppe auch. Ich warne aber davor, weil das muss so eine Gruppe, das muss unser Land, das muss eine Demokratie schon aushalten, um verschiedene Meinungen zu akzeptieren. Auf jeden Fall, und es gibt eben nicht nur links, rechts, sondern es gibt auch ganz viel Mitte. Es gibt nicht nur schwarz, weiß, sondern auch grau. Ja. Und das ist auch gut so. Ja. Und das rutscht manchmal in den Hintergrund, dass wir, da sind wir auch politisch, glaube ich, alle in der Verantwortung, dass man ganz oft mit diesen Stereotypen und plakativen Bezeichnungen agiert. Die Wahrheit liegt dazwischen und ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich Gedanken machen. Und auch dafür ist so eine Gruppe da natürlich, diese Gedanken mal, wenn sie einen Bezug zum Bezirk haben, wenn man eben sagt, da ist ein Unfall passiert oder dort wird etwas gebaut, dass dann auch mal jemand sagen kann, das finde ich scheiße auf gut Deutsch. Darf ich das hier überhaupt in Ihrem Podcast sagen? Natürlich, das dürfen Sie. Es war jetzt quasi ein Wort. Nein, aber in Anführungsstrichen, es war also ein Zitat. Ja, gut. Sie haben es ja eben schon mal angedeutet, dass sich manche auch privat an Sie wenden. Bekommen Sie öfter mal persönliches Feedback von den Mitgliedern? Also ein Lob oder Lob? Also ich kriege Lob, ich kriege Beschwerden, ich kriege Hinweise, ich kriege auch Themen, wo die Leute dann sagen, das steht zwar jetzt schon da, aber ich würde dir nochmal meine Meinung dazu sagen, vielleicht dann auch, damit es dann eben auf der politischen Ebene auch nochmal anders wahrgenommen wird. Weil natürlich auch das ist klar, bei den vielen Beiträgen, man liest nicht alles. Das schafft keiner der Administratoren. Nee, und bei 37.000 Menschen, ich habe nachher noch ein paar Zahlen, ist das einfach viel zu viel, um das händisch alles zu lesen und zu bewerten. Da muss man gucken, aber da helfen auch viele Mitglieder mit. Was mich erschrocken hat, das war in letzter Zeit ein paar Mal, die Mitglieder sind auch dann rausgeworfen worden. Mich haben Frauen angeschrieben, also weibliche Mitglieder, die mir dann berichtet haben, sie haben auf irgendwelche Anfragen dann aus der Gruppe ganz, ganz obszöne und eher verletzende private Nachrichten von Mitgliedern bekommen. Es war dann für mich ein Muster erkennbar, dass der dann auf bestimmte Keywords oder Triggerworte geantwortet hat und reagiert hat. Ja. Und dann haben wir gesagt, solche Benutzer, auch wenn sie für mich nicht sichtbar gar nichts gemacht haben, aber am Ende haben wir dann als Team gesagt, die haben natürlich keinen Platz in der Gruppe. Nee, das stimmt. Ja? Und so gucken wir auch. Und wenn einer sagt, ich fühle das wiederholt oder wir hatten mal im Bein, wo jemand was gemeldet hat, einen Unfall und dann hat sich, glaube, das war die Tochter eines des am Unfall beteiligten Personen, hat gesagt, Mensch, bitte mal rausnehmen, ich will nicht, dass da mein Vater zu sehen ist, aber das war, oder das Auto, dann machen wir das auch. Also das funktioniert. Okay. Und das ist auch wichtig, dass man redet. Und es kommen auch mal Leute, die sagen, Mensch, das finde ich nicht gut, warum hast du mich gesperrt? Und gerade die Sperren werden dann meist, und dann sage ich, na, dann hast du doch deine Bestätigung schon, die werden dann oftmals dann auch sehr, aggressiv, verbal aggressiv und das ist der falsche Weg. Also miteinander reden und wir haben auch schon Mitglieder gehabt, die rote Karte bekommen haben, die mich dann angeschrieben haben und dann mit mir sachlich diskutiert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, du kommst sozusagen, kriegst eine zweite Chance und bis auf zwei haben alle diese Chance auch genutzt. Ja, also gut. Ich glaube immer noch, dass sich Menschen auch ändern können, wenn man miteinander redet. Das ist also so wahr. Es gibt auch ein paar hoffnungslose Fälle vielleicht, aber bei vielen funktioniert es. Und
Oft wird nur übereinander geredet, aber nicht miteinander. Ja. Das ist zwar der schwierigere Weg, ne, aber der beste. Absolut. In es ist bloß manchmal bei Social Media, weil es so verfügbar ist. Ich mache das Handy an, ob ich nun in der Bahn, auf der Toilette bin oder wo auch immer. Und natürlich denke ich dann, der andere ist genauso fix. Also jetzt, und dann ärgern sich Bürger, wenn man vielleicht nach 5 Stunden immer noch nicht geantwortet hat. Aber wenn man eben einen Beruf hat, wenn man Familie hat, man eben auch die Politik dann irgendwo hat und da Termine bewältigt, dann ist es manchmal halt mit Verzögerung. Aber am Ende hat es dann auch da jeder verstanden. Haben Sie einen Überblick, wie das Durchschnittsalter ist der Mitglieder? Muss man das überhaupt angeben? Naja, man gibt es nicht für die Gruppe. Das ist keine Sache, die wir fragen. Aber das ist ja bei einer Datenkrake, wie es Facebook und oder Meta, der Konzern, der dahinter steckt, mit seinen Tochter, die haben natürlich ganz viele Infos und noch viel mehr, als sie zeigen. Wir haben als Administratoren die Chance, mal drauf zu schauen, was da oder wer da bei uns ist, weil man natürlich, wenn man sein Profil anlegt, zumindest Daten eingibt und ich glaube auch Meta dann aus vielen anderen Informationsquellen Sachen zusammenführt und danach ist, ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber in der Statistik der Gruppe steht es, wir haben ca. 60% weibliche Mitglieder. Die Hauptgruppe der Nutzer liegt zwischen 25 und 44, aber wir haben auch eine sehr hohe Anzahl an Menschen, 55 plus und sogar einen großen Anteil 65 plus. Finde ich spannend und all diese Nutzer, 37.000 an der Zahl, sorgen dafür, dass pro Woche so im Durchschnitt mindestens 300 neue Beiträge, 4.000 Kommentare und sage und schreibe 12.500 Reaktionen. Das sind dann Smileys, das ist dann auch mal der Daumen hoch oder wutig das Gesicht, all das passiert. Und das ist sehr, sehr rege. Und genau ja auch der Gedanke, der damals zu der Gruppe geführt hat, auch wenn ich mir das hätte nie träumen lassen, dass wir mal dahin kommen. Aber das sind so Zahlen, die arbeitet da Facebook irgendwie auf, kann man sich angucken. Hat bisher keine Rolle gespielt. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen mehr Frauenthemen machen. Das hat halt funktioniert. Und das wahrscheinlich sind da Frauen sowieso mehr unterwegs, ich weiß es nicht, auf Facebook. Da fehlt mir der Überblick, wie weit jetzt Social Media mehr von Männern, mehr von Frauen. Spannend vielleicht, kann man sagen, mit wenigen Ausnahmen. Sie sprachen vorhin über Hassfiguren, aber auch die diesen Hass dann irgendwo leben und ausleben, muss man ja dann ehrlicherweise sagen, sind überwiegend Männer. Das glaube ich. Das ist etwas, also das sind alles... Das stimmt. Ja, also was man so liest, ist genau, die Kommentare, die ich jetzt so im Sinn habe, das sind alle von Männern. Aber es gibt auch, also wenn man dann mal weiter reinsteigt, gibt es auch Frauen, die sich dann sehr intensiv belegen. Also die Frauen sind da ausdauernder. Die Männer schreiben dann vielleicht 2-3 Mal was Böses oder vielleicht auch strafrechtlich Relevantes. Zumindest etwas, was wir dann sanktionieren. Ja. Und bei Frauen ist es dann so, dann sind das ganz lange Texte. Ah ja, die tragen das länger also nachtragen. Vielleicht, ich will mich jetzt hier nicht ins Fettnäpfchen. Wunderbar. Welchen Stand haben Bibliotheken im Bezirk? Wir sind natürlich der Garant für freien Zugang zu Wissen, zu Bildung. Und ich erlebe es, will es vielleicht etwas weiter fassen, ich erlebe es gerade in unserem Bezirk mit vielen sozialen Herausforderungen, dass es ja auch an vielen Stellen Bücherzellen, Bücherboxen gibt. Ich selber habe von meinem Bürgerbüro in der Corona-Zeit mal so ein Büchermobil am CC im Platz dann etabliert, packe dort selber Bücher, die ich gelesen habe oder die meine Kinder, jetzt sind sie nun beide schon volljährig, nicht mehr gelesen haben, packen wir hin und viele andere Bürger machen das mit und das entsteht wirklich ein reger Wechsel. Es ist also so eine Bibliothek light, würde ich sagen. Ihr Angebot ist ja viel weiter, viel professioneller. Mhm. Bei uns liegt dann auch Consalic. Ich weiß nicht, haben Sie Consalic hier und Co.? Ja, haben wir okay, noch da. Gut. Also ein paar sind noch da. Also wir haben das ganze Programm, aber man sieht eben, dass das wirklich Lesen ganz, ganz wichtig ist und insofern haben Bibliotheken eine ganz, ganz große Bedeutung für den Bezirk und gerade vielleicht auch für unseren Bezirk. Ja, genau, auch was Veranstaltungen betrifft, ne? Ist ja nicht nur das absolut. Lesen an sich. Nein, es ist ja viel mehr. Heute sind ja moderne Bibliotheken und natürlich ist über die Bibliothek diese Teilhabe auch viel mehr möglich, auch die Chancengleichheit, weil ich
vielleicht, ich kann sagen, ich kann mir auch mal ein Buch kaufen, wenn ich es lesen will und es ist okay, danach gebe ich es eben in das Büchermobil, aber viele haben diese Möglichkeit nicht oder nicht so regelmäßig. Ich bekomme auch durch die Politik das eine oder andere Buch dann zugeschickt, weil der Verlag sagt, das musst du mal gelesen haben. Auch das gehört dazu und das hat eben nicht jeder Bürger und insofern finde ich Bibliotheken sehr, sehr wichtig, damit man dann eben schauen kann, sich bildet, vielleicht auch mal einfach auf Reisen in der Fantasie geht und all das machen Bibliotheken eben möglich. Viele sagen ja auch, ich habe so viele Bücher zu Hause, ich kaufe mir jetzt keine mehr. Ich leihe mir die aus, ich lese die sowieso nur einmal und dann bringe ich sie wieder zurück. Ja. Ne? Also das ist natürlich auch legitim. Genau. Und gerade wenn manchmal der Platz auch weniger wird, wir haben den einen Fall, aber es gibt ja auch Menschen, die sich dann im Alter doch eine kleinere Wohnung suchen. Genau. Und da ist es doch dann schön, wenn es solche Angebote gibt und wenn es die eben nicht nur zentral gibt, sondern gerade auch hier in den Kiezen vor Ort, wo dann auch mal die Kinder, wo die Eltern wissen, da kann das Kind hingehen, da muss man nicht Angst haben, wenn man jetzt in die Zentralbibliothek fahren würde, das ist toll, aber es ist natürlich ein weiter Weg und in der heutigen Zeit, glaube ich, hat man ein gutes Gefühl, wenn man sagt, das ist hier jetzt im Stadtteil irgendwo um genau, die Ecke. Genau. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass wir die Gruppe gerne nutzen, um auf unsere Veranstaltungen und auch andere Sachen aufmerksam zu machen, die hier so bei uns passieren. Und da habe ich auch ein gutes Beispiel. Es ist jetzt gerade das Buch herausgekommen, Wir Marzahner, eine fotografische Liebeserklärung von dem dänischen Fotografen Asger Hunov. Und der hatte mich nämlich gebeten, als er die Idee hatte, da ein Buch draus zu machen, ob ich ein bisschen Werbung machen könnte, damit auch Menschen porträtiert werden können. Und da habe ich das auch in diese Gruppe gesetzt und dann konnte er sich nicht mehr retten. Hat er mir dann geschrieben, stopp. Es waren viel mehr, als er eigentlich das wollte oder verkraften konnte. Und jetzt ist ja das Buch fertig. Und am Montag haben wir dann die große Buchpräsentation, die Premiere, mit 250 Anmeldungen. Ausverkauft? Ja. Ja, also auch da ist den Wahnsinn. Post gelesen. Genau. Nein, und das sind so die Momente, wir haben vorhin über das, vielleicht was nicht so gut ist, wo man sagt, das kann man zwar nicht verhindern, aber ich würde immer eher diese schönen Effekte, die auch so eine Social-Media-Gruppe haben kann, in den Vordergrund stellen, wenn man es schafft. Und da sieht man ja, die Leute wollen ja auch das Positive. Mm. Die identifizieren sich mit ihrem Bezirk und wollen sich gerne zeigen. Wir hatten ja schon mal davor so ein Fotoprojekt gehabt. Und das auch das hatte regen Zulauf, es war eine große Ausstellung dann gewesen. Und darum geht es doch, dass man eben das zeigt, was man hat, wer wir sind. Und wir können doch stolz darauf sein. Genau. Auf das, was wir hier gemeinsam dann auch vielleicht geschaffen haben. Und insofern finde ich das ganz, ganz toll, dass es so etwas gibt. Und genau dafür ist die Gruppe da. Also wir haben auch Gewerbetreibende, die über ihr Angebot oder für ihr Angebot geworben haben oder informiert haben. Wir haben ab und zu auch mal Verlosungen für Veranstaltungen. Mhm. Und auch die freuen sich, dass sie dann auf einem schnellen, direkten Weg Leute erreichen. Und wenn etwas gut ist, dann ist das für die Leute natürlich auch etwas, was man sich dann gerne mal anschaut und der Erfolg spricht ja für sie. Ich hatte mich auch beworben, beziehungsweise hatte mich sogar gefragt und wo ich dann erklärte, ich bin aber eher in Hellersdorf, war ich raus. Ja. Aber das ist auch gut so und ich finde es toll, dass da so ein Erfolg aus dieser Idee am Ende geworden ist. Und ich hatte auch da mal geschaut, jetzt für die Veranstaltung, wie die Statistik ist. Es waren über 4.000 erreichte Personen, also nicht ganz 37.000, aber über 4.000 und 155 Interaktionen, also nicht nur Like oder Kommentar, sondern auch Klicken des Links und das. Also Facebook trägt ja wahrscheinlich alles. Ne? Genau, also alles, was passiert mit dem Beitrag, sind diese Interaktionen. Und das ist dann immer schon ganz spannend. Wenn man sieht, wie sich so etwas entwickelt. Also es gibt ganz, ganz viele schöne Beispiele und die stehen für mich im Fokus. Und solange es die noch gibt und die auch die Mehrzahl sozusagen darstellen in der Gruppe an Beiträgen, neben unzähligen Katzen und Schlüssel und was weiß ich. Ich habe eine verletzte Taube gefunden. Das gehört leider, sowas, also das ist dieser kitzige Gedanke. Ja. Kann man natürlich sagen, wir machen nur noch Information und Veranstaltung. Aber da fehlt was. Und da würden auch gar nicht so viel drin. Es gibt ja andere Gruppen, die genau mit dem Konzept auch super erfolgreich sind. Also insofern, das muss jeder für sich entscheiden. Wir haben es damals so gesagt und jetzt kommt man da auch nicht mehr runter. Nee. Haben Sie denn Ideen, wie man noch Menschen erreichen kann? Ich glaube ganz ehrlich, also es ist ja eine Frage, die man sich auch in der Politik immer stellt. Wie erreicht man Menschen?
nicht alles landet in der Zeitung. Ich mache selber viele Veranstaltungen. Wir haben jetzt am Wochenende gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr eine Bastelaktion für Lampignons und dann am 11.10. unseren großen Lampignon-Umzug. Ja, das ist schwierig, das irgendwo zu inserieren, kostet Geld. Mhm. Die Budgets sind natürlich dafür knapp. Mhm. Und da ist Social Media toll. Mhm. Und wenn je mehr Leute es teilen, auch auf ihren Profilen, desto größer ist die Reichweite. Was wir im Kleinen immer noch versuchen, ist natürlich dann in der Nachbarschaft irgendwo bei dem ein oder anderen Geschäft oder auch Imbiss vielleicht mal ein Flugblatt dran zu machen, gucken mal, was es gibt. Einfach da, wo Leute rankommen, präsent zu sein. Aber ich glaube, mehr als Social Media geht schon gar nicht mehr, wenn man, wie gesagt, mal die Lokalzeitungen dann außen vor lässt. Und dieser Trend ist wahrscheinlich auch nicht mehr zu stoppen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Also bei TikTok sind wir auch raus. Das ist aber auch viele so, ich würde mal sagen, so ab 20, 25 sagen die jungen Leute dann auch schon, das ist nicht mehr für mich. Genau, das ist eine andere Zielgruppe und das muss auch passen. Also ich finde, es lebt ja alles, was wir machen, auch davon, dass es authentisch ist. Genau, und wenn ich mich da unwohl fühle und trotzdem rumhamble, bloß weil es halt bei TikTok so ist, oder dann passt es nicht. Ja, dann sieht es komisch aus und dann sagt mein Sohn immer, das ist cringe. Mhm. Also insofern weiß ich lieber nicht. Mhm. Bei Facebook und Co. ist es ja auch möglich, eben mit Bewegtbildern, mit Videos zu arbeiten, mit Stories. Und ich glaube, da kann man nochmal so ein bisschen Reichweite auch bringen. Ja. Wenn das Mikro aus ist, sage ich nochmal zwei, drei Tipps, wie Sie auch Ihre Beiträge nochmal vielleicht ein wenig optimieren und stärker verbreiten. Und dann passt das. Mhm. Ja? Herr Herrmann, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, auch für mich. Auch die Zahlen waren ja total interessant. Habe ich selber so im Vorfeld gedacht, ja? guck ich mir sonst nie an, weil ich den Erfolg nicht an Zahlen, also es muss ja eh nicht erfolgreich sein, sondern ich finde, es muss so funktionieren. Die Leute müssen sagen, es bringt was. Mhm. Und wenn es nur noch irgendwo was Negatives wäre, dann müsste man auch sagen, wir lassen es sein. Mhm. Aber solange eben all das, was Positives, und es ist für mich immer besonders schön, wenn dann irgendwo kommt, danke, liebe Gruppe, ich habe meinen Schlüssel wieder gefunden oder der Kater ist wieder zu Hause. Also das ist einfach schön. Oder neulich hatte jemand gesucht, wer kann mir mal spontan eine Popcornmaschine in den Wedding fahren, morgens um 6.30 Uhr und es hat sich jemand gefunden. Also das ist das, worum es geht. Mhm. Genau. Ja? Vielen Dank, liebe Frau Zimmermann. Ja. Und alles Gute für Sie, für Ihre weitere berufliche Laufbahn und als Administrator. Gut, vielen Dank. Dann verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss.